herzlich willkommen zu einem neuen Spiel hier in unserer Let's Play-Reihe. Diesmal handelt es sich um ein MMORPG, und zwar Rift. Mit dabei haben wir den Mudan, hier K? Wie wird er ausgesprochen, Mudan? K-E. K-E? Kommunikationselektroniker. Neben uns. Wir beginnen nämlich mit einem Klassiker für ein klassisches MMORPG. Und zwar... dem Angeln. Auf geht's. Prost. So, wir beginnen in der ersten Folge mit tierisch viel Action. Da wird eine Steigerung kaum noch möglich sein. Und wir erwarten unsere erste Beute. Oh, es beißt an. Es beißt an? Boah. Was gab's für dich? Ein Hai. Oh, für mich auch. Ein Schleinhai. Mal kurz drauf. Kann in den tiefen Gewässern von Freimark und Silberwald gefunden werden. Wir sind übrigens in den tiefen Gewässern von Freimark und Silberwald. So, während wir hier vor uns hin angeln, schauen wir uns nochmal an, wo wir sind. Wir sind hier unten bei dem Schiffswrack. Da stehen wir nämlich drauf. Und haben wieder einen Schleinhai gefunden. Das geht ja ratzfatz. Scheinhai, nicht Schleinhai. Okay. So, unser Mudan hier hat Intelligenz erhöht um 3. Merkst du davon was? Sicher ist sicher. Ja, ich, bei mir beißen die Fische sehr viel besser an. Ich habe einen blauen Breitmaul. Du auch? Ja, blaues Breitmaul. Genau. Okay. Muss ein Pärchen gewesen sein, so nah beieinander. Und weiter geht's. So, was hat der Mudan denn noch? Die Ausdauer um 8 erhöht. Kann beim Fischen auch nicht schaden. Das liegt am Bier. Auf dem Hai. Bier? Ich fisch, naja, ich trinke das Bier und hau die Angel einfach so ins Wasser. Das ist aber ein guter Hinweis. Kommen wir zu den Details des Angelns. Welchen Köder verwenden wir denn? Unwiderstehliche Wasserschnecke. 3 Ladungen haben wir noch. Und wir haben nur noch 3. Aber ich glaube, ich habe noch welche mitgenommen. Wir sind ja gut vorbereitet. Und haben wieder einen Schleinhai gefangen. Nein. Du Scheinheiliger. Scheinheilige Fische. So, aber wir waren noch nicht fertig. Werf die Angel mit einem Wasserköder aus. Klick einmal, wenn das Wasser aufspritzt. Erforderlich, Fischen 1. Ja, wir haben schon ein bisschen trainiert, deswegen haben wir Fischen 1 schon erreicht. Und es ist seelengebunden. Wolltest du mir nicht vorhin die Angel geben? Naja, hast du ja selber, oder? Jetzt habe ich selber eine. So, wir gehen mal näher ran. Ich will euch nämlich etwas ganz Besonderes zeigen. Und zwar diesen schicken Helm. Moment. Einhornhelm. Richtig. Also, ich weiß echt nicht, was ich von diesem Helm halten soll. Wirklich durchgucken kann man auch nicht. Aber wir müssen den Fisch ja nicht sehen, um ihn zu töten. So, unser Ausrüstungsbeutel ist recht leer. Wir haben schon 6 Scheinhaie gefangen und 4 blaue Breitmäuler. Ich würde sagen, wir angeln bis 10 Scheinhaie. Wie viel hast du denn schon gefangen? 2 Scheinhaie, 2 blaue Fische und eine Transportkiste. Du hast eine Transportkiste gefunden? Öffne sie. Was ist drin? Keine Ahnung, ich muss ja angeln. Das ist auch komplex. Ja, also mir geht das gerade unwiderstehliche Wasserschnecke. Hast du hergestellt, oder? Nee, gefunden. 2 Stück. Und ein Zeichen des Handwerkers. Okay. Und eine hohe Trauerweide. Soll vorkommen, hohe Trauerweiden wachsen in Kisten. Ja, also das ist immer so. Genau, die, wenn man die dann irgendwo hinstellt, klappen die sich automatisch auseinander und erreichen die vorgesehene Höhe. Ja, in diesem MMORPG gibt es Artefakt-Sets. Ich glaube, es gibt für jedes Artefakt-Set 5 Artefakte und wir haben gerade eins gefunden. So, schauen wir uns mal genauer an. Zuvor verwendeter Trank.
weggeworfene Flasche, Fiolen und Flakons. Und das passt genau in dieses Set. Ja, also jedes Mal, wenn man in Rift ein Artefakt findet, fängt man irgendwie eine neue Sammlung an. Es ist so selten, dass man mehrere Teile einer Sammlung findet. Also da werden wir noch ein paar Stunden, Jahre beschäftigt angeln müssen. Wir verwenden nochmal kurz unsere Köder auf die Angel. Ich habe einen Silberwaldteufel gefunden. Quecksilberakademie tauscht diese Weichtiere gegen Bekanntheit oder Waren. Hätte ich hier 100 Gramm Fisch, ich hätte gerne 100 Gramm Bekanntheit. 100 Gramm Bekanntheit ist nie schlecht. So, wir haben 8 Scheinhaie. Und ich glaube, das Publikum wäre dankbar, wenn wir noch 2 angeln. Wie ihr seht, wir haben hier noch massenhaft andere Icons. Jedes einzelne werden wir in einem einzelnen Video verarbeiten. Ich werde so oft die Aggro von einem einzelnen Mob ziehen. Was auch sehr spannend wird, wird Eisenverarbeitung. Also wenn der... Ich würde vorstellen. Wenn Blut jetzt nicht gerade voll die Effekte bringt. 10 Scheinhaie. Okay. In diesem Fall hören wir lieber auf mit dem Angeln. Moment. Hören wir lieber auf mit dem Angeln? Ja, ich hab ein Kleid. Und, was war's? Silberteufelwaldhai. Silberwaldteufel. Genau. Also, mit einem erfolgreichen Fang, einem relativ vollen Rucksack, möchten wir hiermit die erste Folge beenden. Sie war sehr actiongeladen, die Bilder waren definitiv viel zu schnell. Ich glaube, die Framerate ist zwischendurch eingebrochen und ich glaube, das werden wir an Action nicht mehr toppen können. Möchtest du noch irgendwelche abschließenden Worte sagen, Mudan? Prost und tschüss.